Nee. Ja, wir gucken jetzt gleich nochmal ein Boot an hier. Bavaria 38, ja. Wird in Bayern gebaut. Ist halt so ein Production-Boot, so Massenware. Einen wunderschönen guten Tag hier von der Boot in Düsseldorf. Ich hatte es ja schon mal berichtet, dass ich auf meine alten Rentnertage irgendwann mal ein Boot haben werde. Jetzt nicht irgendwann, sondern lass mich überlegen. In 8 Monaten. Moin, hey. Ja, ein Boot in Düsseldorf. Und jetzt, wir gucken es jetzt gerade mal, was es so gibt auf dem Markt an. Das ist eine Dufour 37, das ist eine Bavaria 38. Die gucken wir uns jetzt an. Im ersten Teil haben wir eine Chanot 38 angeguckt. Wir dürfen rein. Cool, danke schön. Na, los geht's. Ah, ja. Und? Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das ist gut, das ist gut. So, ihr Lieben, so sieht es hier aus. Bavaria 38 wird in Bayern gefertigt. Das nennt man Production Boat. Keine schlechte Sache. Gott. Das gefällt mir hier. Das mit dem Sitzen hier gefällt mir. Das ist gut. Chart Love Station. So. Ja, das ist ein zweites Gleiche. Ist nicht viel Luft. Ist nicht viel Luft, ne? Kein Platz für den Hendrik hier. Ja. Ja, Kühlbox. Da kann man schön gekühlten Wein reintun. Ah, schau mal hier. Ah. Ja. Das ist wieder mit der Klemme. Das wird wieder geklemmt. Das ist kein Magnet. Hey, Deorik. Ja. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass wir 3 Kumpels sind und wir hier wenn wir unseren Rentenantrag unterschrieben haben, wir brauchen 3 Boote. 3. Mhm. 3. Und jetzt gucken wir uns hier halt auf der Boot in Düsseldorf mal an, was es so als neuestes gibt. Das ist wieder der Geruch, der mir gefällt. Ne? Oh, das ist nicht so toll. Ja, doch, das ist toll. Okay. Ja, trotzdem, das ist wieder so. Oh, aha, ja. So, ja, und jetzt gucken wir uns halt mal an, was es so gibt. Und unsere Boote sind dann über 40 Fuß, so 42 Fuß. Ja. Und jetzt gucken wir uns halt mal zum Vergleich so die Klassiker an, so 38 Fuß Boote. Ja. So, ja. So sieht das aus von unten. Hier so ein kleines Lüftungsloch. Ja. Es riecht halt, was man jetzt natürlich nicht mitkriegt, es riecht hier halt extrem nach diesem Glasfaser, mit dem die Boote gebaut sind. So. Machen wir hier mal die Tür zu. Okay, und so geht's zu. Okay. Es geht schon los. Ja, seht ihr das? Das ist das Problem bei den neuen Booten. Wir sind ja jetzt hier an Land. Ne? Geht nicht zu. So. So, und wenn ihr damit segelt, dann verzieht sich ja so ein ganzes Boot nochmal extra und dann. Oder sowas, ne? Sowas zum Beispiel, dann wird wenn das. Ja, dann kann er den Termin machen, dann sehr gerne. Oder in einer halben Stunde. Ja. Wo steckst du, Albert? Ja? Ja, in einer halben Stunde kann ich auf jeden Fall. Okay, danke. Jo. Oh, da guck her. Ja gut.
Ich muss doch wieder die Dusche scheißen. Die Dusche geschissen. Die Dusche scheißen, ja. Das ist das Problem. Aber immerhin. Ist es abgetrennt, ja. Da hast du wenigstens eine Kunststoffkabine, oder? Ja. Ja. Ja, und dann wird wenigstens hier das Zeug nicht nass. Da, das. Ja, ja. Mach mal die Tür zu von innen. Merkst du was? Messeboot. Oh, ja, ja, klar. Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja. Das ist hier, ja genau, das ist die Dusche. Das ist Dusche, ne? Schön Duschkopf. So, ja, dass man so zumachen kann. Halt. Immerhin kannst du es jetzt schon mal abtrennen, aber es gibt ja so die alten, die klassischen Dinger. Also, dass man es wenigstens zumachen ist schon mal gut. Ja. Hatten sie bei der letzten Mal. Aha, der ist neu. Ja. Und dann wird wenigstens hier nicht das ganze Interieur und das bei den. Aber hier? Ja? Bisher wird die dadurch. Ah, der ist weg. Kein Toploader-Kühlschrank. Und auch die Achterkajüte hier deutlich größer. Der Zierer. Können Sie auch runterfahren, können Sie bei der Fuße auch. Oh. Ah, nee. Ja. Ja, damit die Kälte nicht rausfällt. Genau. Aus dem Grund. Ja. Aber immerhin. Also was sehr schön ist, ist hier so das Licht, das dann reinkommt. Ne? Das ist klasse. Das ist schön hell. Ja, danke. Ja. Ja, das ist cool, ne? Mit der Feder. Das ist geil. Das ist klasse. Ein Tamir, das ausleiert. Ja, das ist wieder die Elektronik. Ja. Das ist hier auch der Unterschied, der Kühlschrank ist hier. Ach was. Und auch noch hier ein Unterschied zu Cusa 37. Ja, das ist schon größer, ne? Das ist angenehmer. Das ist. Feeling German. Das ist schon. Ja, oh Gott. Ah, ja, schau her. Ja, guck mal, rot halt ist. Die Dinge, dass du die Fenster auf den Liegestuhl merken kannst. Ja. Ah, Leute. So. Hätte man das mit Bilden angeschaut, dass das auch nicht. Ja, genau. Aber ein bisschen klein für drei Männer. Nee, Deorik, wir suchen drei Boote. Drei Kerle und drei Boote. Drei Kerle und drei Boote. So. Ja, also das V-Berth hier ist klasse, das ist schön, das ist schön komfortabel breit hier, das ist gut. Aber oh, dieser Geruch nach diesem frischen Epoxy, ja, das macht sich ganz gut hier, wenn du da so sitzt, ne? So, hey Captain. Aber ein bisschen schmal, ne? Das ist jetzt wieder zum Sitzen, da kannst keinen drauf. Ja, aber du kannst keinen drauf schlafen lassen. Nee, da nicht, aber da drüber kannst du den Tisch runter lassen. Ja gut, dann hast du ein schönes großes Bett. Das Ding als ja, ja. Ah, ja, dann hast du. So mit der 37er kommt sie immer rein, mit der 38er, ja. Mit der 42er Vision, ey. Ja, die Vision 42. Angenehm eine Richtung, finde ich. Hm? Na, guck mal, ich spiegel mich hier. Wir suchen drei Boote und wir wissen schon, was wir wollen. Und jetzt sind wir halt hier auf der Boot Düsseldorf, einfach mal gucken. Wie sind denn die Unterschiede in der Verarbeitung jetzt vom Salon, vom Material, vom Holz, also im Vergleich auch natürlich zum Preis? Und wenn du dich einfach mal reinsetzt und sagst, wie ist denn das Wohlfühlding, wenn du reinkommst? So, was hier sehr schön ist, da oben die Fenster, da kommt viel Licht rein dann zum Beispiel. Ja, theoretisch sollte der dort auch halten. Ja. Theoretisch. So. Im Prinzip haben wir ja schon unsere Yachten und wir gucken uns halt mal an, was es Neues gibt, wie es neu verarbeitet ist und im Vergleich jetzt so, die Yachten im Vergleich, französische oder deutsche Yacht und so weiter. Da guck, so, wir brauchen jetzt erstmal ein Käffchen. Und schon ein Boot gekauft von den Saps? Nee, noch nicht. Wir sind noch am gucken, also das, was hier so rumsteht, das kaufen wir nicht. Wir haben also
Was wir haben, ist, wir kaufen was Älteres, was Stabiles. So, das, was hier hat, was hier so gibt, ist alles nice to have, liegt im Hafen, sieht gut aus, schwimmendes Wohnmobil. Ne? Hast schon einen Favorit? Ja, und bei mir ist es eine, also von Choi Li gibt es zwei Boote. Entweder die Clipper 42 Catch oder die Choi Li Offshore 41. Das sind die beiden. Wenn jeder ein eigenes Boot hat, wofür werden zwei Bäder benötigt? Arne, wieso fragst du, wieso wir zwei Bäder brauchen? Ja, ich meine... Wenn man mal Besuch kriegt. Ja. Also so über Nacht oder über so. Nacht, ja, wenn mal eine Köchin kommt. Oder wenn man Freunde hat, die mal mitfahren wollen, bis ihnen endlich schlecht wird. Genau, eine Cocktailmixerin. Ja. Das ist interessant, wenn man es mal wirklich sieht, ne? Und anfassen kann. Ja, ja, ja. Ganz anders als jetzt, wenn du bei YouTube guckst und so. So, nee, das... Ja, geht Mädels ja auch immer so mit uns, ne? Mit dem Anfassen. Ja, ja. Wir gehen jetzt mal ein Käffchen trinken. Seglerkaffee. Das ist geil. Guck mal, Leute, das ist jetzt super. Hier. Da gehe ich jetzt rein mit meinem Stream, ne? Was für ein riesiges Boot. Was ist das für einer? Card Magazine, Katana Group. Hey, sowas fliegen wir doch.